Wenn ich das Jahr 2016 Revue passieren lasse, so darf ich feststellen, dass die Hochschule für Musik Karlsruhe auf ein gutes Jahr zurückschauen kann. Und gerade die letzten Wochen haben uns schöne Erfolge geschenkt. So wurden all unsere Bachelor- und Masterstudiengänge ohne jegliche Auflage erneut akkreditiert. Dies ist eine großartige Bestätigung der Qualität unserer Lehre, unseres Studienangebots. Dennoch kann ich Ihnen versichern, dass wir nicht nachlassen, unsere Hochschule zu bedenken, zu verändern oder zu korrigieren, wo immer es erforderlich erscheint. Und hier muss ich unseren Struktur- und Entwicklungsplan erwähnen. Er wurde gemeinsam erarbeitet, er wurde vom Hochschulrat beschlossen und er erhielt die Zustimmung des Senats. Dieser Struktur- und Entwicklungsplan benennt, was wir uns für die Jahre 2017 bis 2021 vorgenommen haben. Letzte Woche habe ich das Dokument im Wissenschaftsministerium abgegeben. Nun warten wir auf die Genehmigung, um dann zeitnah mit der Umsetzung zugunsten unserer Studierenden anzufangen. Seit einigen Jahren bereits ist es eine schöne Tradition. Kurz vor Weihnachten ehren wir mit der Verleihung des Eugen-Werner-Felte-Preises eine Persönlichkeit unseres Hauses, der wir alle, der unsere Hochschule für Musik Karlsruhe und damit unsere Studierenden überaus viel zu verdanken haben. 2011 wurde der Eugen-Werner-Felte-Preis erstmals verliehen, damals an Frau Professorin Sontraut Speidel. Die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger waren Helga Mössner, Professor Martin Ostertag, Wolfram Scherer und Ehrensenatorin Michaela Dittgießer. Der Eugen-Werner-Felte-Preisträger des Jahres 2016 ist Professor Josef Rissin. Das Festkonzert ihm zu Ehren brachte eine Weltelite von Geigern auf Campus One Schloss Gottesaue zusammen, die unvergesslich schön und berührend zusammen musizierten. Und dies voller Ehrerbietung, Dankbarkeit und in großer persönlicher Verbundenheit für ihren Lehrer Josef Rissin, der sie alle als seine Studierenden auf den Weg gebracht hat. Auch dieses Konzert bewies wieder einmal, dass unsere Hochschule mit Recht größtes Ansehen national und international entgegengebracht wird. Ich bin stolz und vor allem sehr dankbar, dass uns in einem guten Zusammenwirken fortdauernd gelingt, was so wichtig ist, die Hochschule zum Wohle unserer Studierenden gemeinsam voranzubringen. Mein Dank schließt alle ein, die Studierenden, die Dozentenschaft, die Verwaltung, den Technischen Dienst, Hochschulrat, Senat, die Hochschulleitung. Und ebenso danke ich allen, die uns hilfreich unterstützen, dem Freundeskreis, der gerade erst sein 40-jähriges Jubiläum feierte und vielen Persönlichkeiten nah und fern. Den Medien entnehme ich, dass wir im postfaktischen Zeitalter leben. Das soll heißen, dass heute Emotionen bestimmend sind. Emotionen, da fühle ich mich als Musiker direkt angesprochen. Doch unterscheide ich selbst deutlich zwischen Gefühlen und Empfindungen. Gefühl kann wie mit der Gießkanne über die Musik gegossen werden. Empfindung aber nenne ich, was nach meinem Verständnis in seiner ganz eigenen Wahrheit nur aus dem genauen Verstehen von Text und Musik erwachsen kann. Und solch tiefes Verstehen steht deutlich gegen jede Gefühlsseligkeit, gegen Vernebelung, gegen Verdummung. Musik ist eine aufklärerische Kunst. Musik spricht Herz und Verstand gleichermaßen an. Musik ist Werten verpflichtet, die uns alle auch für die Zukunft bestimmen sollten. Freie Persönlichkeit,
Weltoffenheit, ein tolerantes Miteinander, die gegenseitige Dankbarkeit im interkulturellen Miteinander, die eigene Kultur und die Fremde zu erfahren. Als Rektor der Hochschule für Musik Karlsruhe kann ich sagen, wir stehen entschieden für Weltoffenheit. Wir lernen aus aller Welt und wir wirken in die Welt hinein. Unsere Studierenden, unsere Absolventinnen und Absolventen, unsere Dozentinnen und Dozenten, von denen viele national und international überaus erfolgreich sind, sie alle sind hierfür schönster Beweis. So schauen wir mutig nach vorn. Wenn auch die Welt recht durcheinander erscheint, wir hoffen auf eine gute Zukunft. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2017.